Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zur letzten Folge von Need for Speed Underground. In der letzten Folge haben wir sämtliche Top 1 Ranglisten gestürmt und in dieser Folge werden wir jetzt final auf Eddie treffen und werden ihn mal aus der Stadt jagen und ihm zeigen, wer der Boss ist. Guter Samariter! TJ hat Samantha den Wagen abgenommen. Besiege ihn, hol den Wagen zurück und versöhn dich mit ihr. Wieso denn jetzt TJ? Warum jetzt? Keine Ahnung. Egal. Der sieht auch aus wie so eine Ratte, Alter. Deswegen kann ich mir bei ihm schon gut vorstellen, mit dem Wagen abgenommen. Dass sie halt wirklich alle denken, dass sie stärker sind als der Skyline. Aber ich finde es gut, dass EA wenigstens uns nochmal die Chance gibt, uns mit Samantha, die uns ja in ihre Fittiche genommen hat, oder unter ihre Fittiche genommen hat, die wir dann natürlich leider im Zuge unseres Fortschritts dann auch irgendwann besiegen mussten, dass wir uns mit der wenigstens nochmal dann versöhnen können. Sehr schöner Abschluss, bevor wir dann den Großmaul der Stadt aus die Fresse gehen. Die gehen dann hoffentlich aus der Stadt ja oder zurück ins Ziel ein. Wo er mit seinen kleinen Sträuchchen am besten hin sollte. So, auf in die letzte Runde, bevor wir uns mit unserer Freundin, würde ich sagen, weil sie war ja immer für uns da und alles, bevor wir uns mit ihr versöhnen, dann wird sie sich auf jeden Fall freuen, wenn sie ihren Wagen zurückkriegt. Zack.
Klasse fast, die Samantha bietet dir an, aus den folgenden zwei Kotflügelverbreiterungen zu wählen. Da ist sie ja, wie ich schon gesagt habe, dass sie noch kommt. Wähle ein einzigartiges Karosserieteil, entweder Vapor, man kann leider immer noch nicht die Kamera drehen, oder Mantis. Was nehmen wir denn? Boah, die Entscheidung ist schwer. Ich würde ja gerne... Aber man kann die Kamera nicht drehen. Ach, Digga, es ist sau schwer einzuschätzen, wie das von hinten aussieht. Ich würde ansonsten sagen, sieht das eigentlich alleine von der Front her schon besser aus als der. Allerdings finde ich bei dem die Seiten geiler. Sollen wir Risky gehen? Komm, wir gehen Risky. Also wirklich, da hättet ihr jetzt noch eine Cutscene machen können mit Samantha. Also sorry, ey. Das ist blöd. Naja, egal. Eddies Zorn. Danke, dass du meinen Wagen zurückgeholt hast. Die Dinge liegen jetzt anders. Aber ich sehe schon, bei dir zählt nichts außer Rennen. Unglaublich, aber wahr. Staff macht einen Bericht über Tuna. Willst du deinen Wagen mit einem heißen Chick auf der Titelseite sehen? Dann siege. Okay, bereit. Los geht's. Kopf an Kopf gegen Eddie in einem Rennen der Superlative durch die Stadt. Siege, um zu beweisen, dass du der beste Fahrer auf der Straße bist. Los, auf geht's. Keine Angst, Eddie. Ich schick dich schon wieder zurück in deine Zoohandlung. Digga, dass du noch nicht mal Neonröhren unter deinem Auto hast, ne? Was bist du denn für ein Raser, Alter? Bist du ein bisschen behindert oder so? Ja, wir haben exakt dieselbe Kotflügelverbreitung wie der Schwanz, ey. What the heck, Alter? Wie fährt der denn jetzt gerade so klügig? Oh, da hat der kleine Eddie sich gedreht. Alter, der ist aber ganz schön schnell noch. Okay, der macht es mir gerade echt schwer, Alter. Nein! Alter, oh mein Gott. Das ist blöd. Wir hätten ihn echt First Try gehabt, Alter, wenn da nicht die scheiß Textur gewesen wäre.
Jetzt hat er verloren. Stuff bringt dich auf die Titelseite. Oh Mann, du hast es gepackt! Gewonnen! Gewonnen! Ja, und. Hä? Was denn jetzt noch, Alter? ETF? Ja, gut, dann. Aber ich weiß jetzt. Cover anscheinend dann doch nicht oder so. Ich weiß auch nicht, warum hier einige noch zu sind. Musst du eine besondere Leistung erbringen, aha. Straßenlegende. Wer auch immer diesen heißen 350Z fährt, will dich fertig machen. Sei gewappnet. Wer ist denn jetzt wieder Melissa? Oh, fuck, what? Nein! Achso, es sind 4 Runden. Na, okay, wir müssen trotzdem mal besser uns ranspeeden. Damit wir nicht den Anschluss verlieren. Nein! Können wir schon vergessen. Das machen wir einfach nochmal. So, Melissa hat wohl einen Unfall gebaut.
überraschend. Alter, Leute, das war schon irgendwie. Das ist schon wieder. Das ist ja schon die höchste Stufe vom Dingens weg. Ich habe leider absolut keine Ahnung mehr, wo diese Melissa ist. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, selbst überrascht gewesen, dass es überhaupt noch ein Rennen gibt. Weil ich meine, ich habe das Spiel schon 6-mal durchgespielt, aber halt, das ist über 15 Jahre her. Also es war zwar dann irgendwie kein blindes Playthrough, aber dann teilweise ein blindes, also so ein halbblindes Playthrough quasi. Nein, Alter, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So eine Pisse. Das gibt es doch nicht, Alter. Diese verfickten NPCs, Alter. Ich kann es jetzt schon vergessen. Meine einzige Hoffnung ist, dass die auch noch vom NPC abgeräumt wird, aber weiß ich nicht so ganz, ob das noch passiert. Eventuell noch mal wegrammen können. Ja, Leute, schön, ne? Muss man einen dritten ran machen. Wegen diesen verschissenen NPCs, Alter. Richtiges Dreckspack, Alter.
Leute, das ist ein Witz, ey. Das ist absolut ein Witz. Auf den ganzen Speed hier aus der Kurve. Sekunden, was hat sie gemacht, Alter? Hat sie sich lang gelegt oder was? Ja, dann sollte ja jetzt eigentlich großartig nichts mehr passieren, außer kommt halt wieder so ein hässliches Mistkind am PC oder so. Aber diesmal nicht. Ja, da kommt sie noch mal ein paar Sekunden ran, aber jetzt verliert sie auch wieder am Speed. Dann gucken wir mal, ne, ob das wirklich jetzt dann das Ende ist oder ob dann nicht noch einer aus der Ecke kommt. Ja, ja, genau, so wie er. Er wollte auch jetzt aus der Ecke kommen. Eddie ist bestimmt gewesen, ne? Glückwunsch, du hast den Underground-Modus erfolgreich gemeistert. Ab jetzt sind alle Upgrade-Strecken und Wagen auch im Quick-Race-Modus genau freigeschaltet. Um den Underground-Modus neu zu starten, musst du ein weiteres Profil erstellen. Ja, das war's, Leute. Ich habe zwar keine Ahnung, warum jetzt hier immer noch Magazine fehlen. Wahrscheinlich, weil ich halt immer nur mit einem Uniten-Ding jetzt rumgefahren bin. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Können wir mal. Willst du deine Leistung festhalten? Dann wirf einen Blick auf die Statistik. Alles über deine Siege, Niederlagen, Style-Punkte. Ja, gucken wir mal, ne? Haben wir ja nicht viele Restarts im Rundkurs gebraucht. 16 Stück. Hier haben wir 10 gebraucht. Hier haben wir ein bisschen mehr gebraucht. Hier haben wir nur 8 gebraucht. 342 Starts, 132 Siege.
Krass. Gut, Leute. Dann ziehen wir mal ein kleines Fazit. Wir können uns nochmal eben hier die ganzen Wagen nochmal anschauen. Und dann quatschen wir nochmal so ein bisschen über das Game. Also man kann ja jetzt hier nochmal die Wagen komplett, wie man möchte, customizen. Und ja, also was soll ich sagen? Es war für mich persönlich ein echt geiler Flashback. Einfach die den Underground-Modus nochmal durchzuspielen. Viele Schwierigkeiten haben sich meistens eigentlich immer in den Wreck-Rennen ergeben. Das Spiel an sich ist einfach echt geil gewesen, obwohl die NPCs an sehr, sehr vielen Stellen einfach am meisten abgefuckt haben. Spielbugs gab es eigentlich kaum. Hier und da mal eine Texturfehler oder auch gerade zum Ende hin, wenn der Wagen halt so unbändig ist wie der Skyline, dass der dann einfach mal wegrutscht oder aus der Spur allgemein rausfliegt. Oder auch sich von kleinen Straßenunebenheiten, wie es beispielsweise Schienen sind, hat rausreißen lassen. Und ansonsten Fahrzeugauswahl, es standen sehr viele Wagen zur Verfügung. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, also heute genauso viel wie damals. Und dafür, dass das Spiel halt jetzt schon 16 Jahre auf dem Buckel hat, ne 17 Jahre, ja okay, sagen wir 16 und 2 Monate. Es ist gut gealtert, es hat auch an vielen Stellen halt noch in sich. Ich glaube, hätten wir mal früher herausgefunden, dass wir inzwischen mit dem Azura noch einen besseren Wagen als den Civic haben, hätten wir auch nicht so viele Neustarts gebraucht. Und aber ansonsten wirklich ein echt geiles Spiel. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, der mal Bock hat, nochmal ein klassisches Need for Speed zu spielen, was halt auch richtig geil ist, was auch richtig Bock. Ich hätte mir vielleicht hier und da ein paar mehr Cutscenes gewünscht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Reue, gerade bei diesen großschneuzigen Erstplatzierten, allen voran Kurt. Die haben ja immer die Fresse aufgerissen und dann haben sie ja von mir kassiert und da hätten sie auf jeden Fall auch ein bisschen räudiger sein können, aber gut, ist halt am Ende des Tages so. Und kann man nichts machen. Ich werde dann auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo ich dann vielleicht noch mal irgendwie einen Wagen komplett customize. Mal schauen. Und wie viel haben wir jetzt? 28, ja, es ist doch ein super Abschluss gewesen. Da kann man sich auch hier viele Wagentunings merken und auch laden. Für jedes Auto, glaube ich, etliche Presets zur Verfügung. Und da werden wir uns in der nächsten Folge oder in der Bonusfolge vielmehr, werden wir uns da mal einen feinen MX-5 zusammenstellen, vielleicht auch noch einen Skyline. Und werden dann mal im Quick Race nochmal hier und da was machen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Schreibt auf jeden Fall mal nochmal in die Kommentare, wie euch das komplette Let's Play gefallen hat. Und wie gesagt, das nächste Let's Play ist jetzt kein Need for Speed mehr, sondern jetzt erstmal was anderes. Da muss ich noch gucken. Ich habe ja hier und da eine Sache, die ich geplant habe. Und das war es auf jeden Fall von mir und Need for Speed Underground. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream. I don't know, wie auch immer ihr Zeit findet und was ich mache. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Cheerio!